Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Division 2. Wir sind in der Vollversion. Leider immer noch alleine, da wir wahrscheinlich noch keine, noch nicht zusammen zocken können. Dauert das also noch ein bisschen. Ich bitte um Entschuldigung. Aber, ja. Es dauert wahrscheinlich noch ein Momentchen, bis wir tatsächlich online spielen dürfen. So. Ja, ich glaube, den Teil, den kennen wir ja aus der Beta. Aber für die Leute, die die Beta nicht gesehen haben, dann jetzt viel Spaß. Geht voll in die Action rein. Den jetzt erledigt, sehr schön. Auch den hat's erledigt. Wieso weiß ich, beide hat's eigentlich gut. Habe ich die unten, glaube ich, was denn jetzt nicht zum Plündern? Okay. Warte mal, zeigt er mir hier? Hier ist was zum Plündern, oder? Ja, auffüllen. Hier können wir ein bisschen Munition auffüllen, das ist immer gut. Das ist super, das war so. Das ist keine schlecht. So, der ist tot. Oh, warte mal. Da ist eine Granate oder so, eine Rauchgranate oder so in die Luft gegangen. Von dir, du kleiner. So, den hat's erledigt. Sehr schön. Gerne. Ein Division-Agent bewegt sich nach Norden, Richtung Weißes Haus. Er scheint eine Gruppe Hyenas dezimiert zu haben und ist jetzt unterwegs. Agent, falls Sie uns hören, rücken Sie weiter vor und überrumpeln Sie diese Mistkerle. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir hier so haben. Wer weiß, wofür es gut ist, letztendlich. Ja, wie gesagt, noch dürfen wir nicht in die Vollversion. Noch dürfen, also was heißt, wir dürfen wir sind in der Vollversion, aber noch dürfen wir nicht online spielen. Das ist hoffentlich bald, ich hoffe nächste Folge. Ich kann es euch noch nicht versprechen. Ich meine, es ist nächste Folge so. Ja, ich sag was mit dem MG. Was mir gefährlich werden könnte. Hör mal. Du schießt mich nicht von der Seite blöd an. Ich mag das nämlich ja nicht. So, der ist auch weg. Sind noch zwei. Ich lade mal kurz gerade nach. Ja, ich habe noch einmal die Zielhilfe drin. Das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Ja, verarschen jetzt. Die verstecken sich alle. Das sind Feiglinge. Warte mal, dann haben wir das mal kurz eben mit. Machen wir mal die Rüstung wieder auf. Den hat's erledigt, sehr schön. Den auch, sehr schön. Den hat's auch genutzt. Das ist doch der da hinten. Der kriegt Nachschub, oh Gott, die kriegen noch Nachschub. Also ein paar Leute. Der ist weg. So, der ist da.
Jawohl, den hat's noch mitgenommen. Das war das Wichtigste. Jetzt will ich mir den einen noch da holen, der da so ein bisschen rumgeistert. Na, du willst nicht. Jetzt. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Luft, uns das gerade mal anzugucken. Wie gesagt, ich bin auch noch alleine in der Party. Also, ich kann mal rufen, Anni, Anni. Nein, die ist noch nicht da. Also, wie gesagt, sie kommt aber hoffentlich im Laufe des Tages. Dann können wir nämlich weiter aufnehmen. Ich werde nur so weit machen, dass ich bis ich online spielen kann. So. Das sind unsere Leute, oder was? Ja. Die Operationsbasis. Monument. Das Weiße Haus entdeckt. Gut, jetzt lernen wir zumindest mal auch ein bisschen die Operationsbasis kennen. Sie haben Objektimports vor. Schauen Sie beim Lager vorbei. Das machen wir auch gleich. Wir gucken uns das Ganze hier ein bisschen an. Und dann gehen wir in der nächsten Folge voll in die Vollen. Aber wir gucken uns das Ganze erstmal an. Wir haben noch was im Lager. Ich habe nichts wirklich. No, ich habe noch nichts wirklich im Zeugs da. Okay. Nix, keine neuen Zeugs. Ich hab doch geguckt gerade, oder nicht? Bin ich jetzt gerade ein bisschen neben der Spur? Warte mal. Agent, ich glaube, das hier wäre was für Sie. Das machen wir, wie gesagt, alles in Ruhe. Wir gucken uns mal ein bisschen erst um. Wir müssen mit dem Division-Koordinator im oberen Stockwerk treffen. Das machen wir jetzt auch direkt. So, wo ist die? Da, hinter der Tür, okay. Machen wir das doch. Das sind Sie. Willkommen in DC. Aber ich bin weiblich. Ich bin Manny. Also mein Charakter. Der Funker. Sind Sie wegen des Division-Alarms hier? Ja. Verdammt gut, Sie zu sehen. Ich zeige Ihnen, wie beschissen die Lage ist. Okay. Seit die JTF zusammengebrochen ist, ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe. Es gibt mehrere große Fraktionen und eine Menge Aasgeier, die fressen, was die Großen übersehen haben. Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten. Aber sie brauchen mehr Hilfe, als wir ihnen bieten können, vor allem seit das Division-Netzwerk verstummt ist. Das ist Kelso. Eine der letzten Agents in DC. Sie leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus. Stellen Sie sich bei ihr vor. Wenn wer weiß, wie man die Systeme online bringt, dann Sie. Das wäre gut. Oh, und gehen Sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen. Sie werden sich freuen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Ach übrigens, Agent, gehen Sie doch mal runter zum Quartiermeister. Er kann Sie mit Division Tech ausstatten. Sie werden ja, alles klar. Gut gebrauchen können. Wir haben eine Fertigkeit freigeschaltet. Das ist die Karte. So sieht das Ganze aus. Noch können wir natürlich nicht wirklich weit. Siedlungen, Stützpunkte, Aktivitäten, Belohnungen und Ausbauten. Also, ja, sind wir jetzt gerade im Weißen Haus. Das ist unsere Startoperationsbasis. Oder beziehungsweise es ist unsere Operationsbasis. Von hier läuft tatsächlich alles. Klar, wie im ersten Teil. Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Kram auch natürlich wieder Step-by-Step aufbauen, ausbauen. Das kriegen wir auch irgendwie mal hin. Wie lange dieses Let's Play dauern wird, das kann ich euch natürlich noch nicht versprechen. Also noch nicht sagen. Ob das ähnlich lang, ich weiß gar nicht, wie lange meine im ersten Teil gebraucht. 50 Folgen, 50 Folgen, ich müsste nachgucken. Es ist zu lange her schon mittlerweile. Von dem Trupp, mit dem ich das damals den ersten Teil gespielt habe, wird keiner mit in diesem Let's Play wahrscheinlich sein.
Ja, gucken wir einfach mal. Wie gesagt, ich werde die Ani, die ist safe am Start. Ich weiß, ich hoffe, dass ihre Schwester, die Rebby, die kennt ihr auch aus diversen Projekten, wie zum Beispiel The Crew, hoffentlich noch mit am Start sein wird. Ich kann mal noch dem einen oder anderen fragen. Ich kann mal zum Beispiel Levin fragen, der noch, den ihr natürlich noch kennt, dessen Kanal auch bei mir unten verlinkt ist, ob er sich die Zeit nimmt, ob er die Zeit findet. Ja. Und dann wäre cool, wenn man einen Vierertrupp zusammenbekommt. Ansonsten wird es halt drei Leute geben oder. Ja, mal gucken. Wir werden es mal sehen. So. Genau. Tutorial beenden. Das machen wir auch jetzt auf jeden Fall. Und. Ja. So. Stufenaufstieg. Level 2. Mittlerweile. Na, sehr gut. So. Warte mal. Ich muss mich gerade trotzdem mal ins. Meinen Charakter begeben. Beziehungsweise in die. Die Teile begeben. Okay. Wir haben einen neuen Behälter. Cool, eine schwere Atemmaske und eine neue Waffe. Sehr gut. Das können wir alles gebrauchen. Wir haben Knieschoner, die erstmal stärker sind auf jeden Fall als ja. Sehr moin. So, wir haben den Zeug, wir haben das Zeug zerlegt. Klar, wenn wir es nicht mehr brauchen, um auch Platz zu sparen. Das heißt, wir nehmen natürlich die, die auf jeden Fall auch mit. Dann zerlegen wir das Zeug, was wir nicht mehr gebrauchen können. Ob das jetzt was Neues ist, was wir noch erhalten haben, weiß ich nicht. Wir haben eine neue Waffe vor allen Dingen. Das ist gut. Das heißt, die weg auf jeden Fall. Weg mit dem ganzen Scheiß. Wir haben natürlich noch keine Mods. Wir haben nicht allzu viel an Zeugs. Aber wie gesagt, das wird Step by Step auf jeden Fall alles noch kommen. Also Geduld. So. Was haben wir hier? Fertigkeit zur Freischaltung verfügbar. Auf jeden Fall. Das haben wir auch. So, was machen wir? Was werden wir denn auf jeden Fall... womit werden wir anfangen? Ich würde sagen mit dem Geschütz. Das kann von Anfang gar nicht mal so schlecht sein. Klar könnten wir auch mit der Suchmine anfangen, aber ich bin mit dem Geschütz eigentlich auch guter Dinge, dass wir das nehmen. Wir werden wahrscheinlich, also wir können ja für 5 von diesen, ja, ich weiß nicht, wie die Einheit hier heißt, Division Dollar oder wie auch immer, oder Marken, können wir ja mit dem Flammenschutz Geschütz machen und bei nochmal 5 oder beziehungsweise bei Stufe 3 haben wir nochmal ein drittes. Sorry, wenn ich euch die Texte nicht vorlese, aber ihr könnt das Video gerne anhalten und da mal durchgucken. So, wir fangen an. So, wir haben ja da das eine oder andere gerade geholt. Von ja, das, da arbeiten wir uns aber gerne mal frei. So, was können wir denn als erstes machen? Wir schalten einen Waffenplatz frei. Okay, sehr gut. Das können wir dann auch machen. Dann haben wir da zumindest noch eine dritte Waffe. Die Theatersiedlung liegt östlich von hier. Vermutlich werden sie unterwegs Ärger bekommen. Sie sollten Block für Block vorgehen, aber sie machen das schon. Ja, die Frage ist, genau, können wir? Theoretisch können wir, glaube ich. Ja, wir könnten. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich online spielen. Die beste Ausrüstung in der Stadt. Sehen Sie selbst. Ich habe irgendwas im Lager, sagt er mir gerade. So, was haben wir denn hier? Wir haben doch keine Waffe, okay. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Okay, wir suchen schon Leute nach Verstärkung. Gut, dann. Das heißt, wir können tatsächlich online spielen. Das ist cool. Yes. Geschütz. Wir stellen das ganze Ding auf L1. Das macht ja Gewohnheit. So, dann haben wir das auch. Das ist immer noch heute im Lager. Aber wir haben schon noch. Ja. Alles gut. Wir haben eine Lieferung. Ne, wir haben gewährt. Aber gut, Chance vermindert. Wir nehmen die mit, die Waffen.
Waffenskin, wir nehmen Rage. Wir nehmen mal den ganzen Scheiß gerade so ein bisschen mit, was wir hier so haben. Wir haben ja so viel Kacke noch gerade dabei. Ersthelferhelm. Ja, ja, wegen den ganzen Skins und so, ne? Oh, ich kann mir schon vorstellen, wie die Rebbi rumläuft. Die wird wahrscheinlich wieder als Feuerwehrfrau durch die Gegend laufen. Gut. Dann weiß ich auch, was wir jetzt gerade so haben. Warte mal, wir bauen mal Step by Step unsere Charakter ein bisschen ein. So. Kann man den... Bringt das jetzt was? Schaden von Minen. Wir nehmen die mit, die Waffe. Die ist besser, die wir da haben, ne? Wird mal ausgerüstet. Gut, wir haben eine exotische Waffe. Namens Vegan Lead. Ist das eine Schrotflinte? Ja, ist eine Schrotflinte, ne? Wir brauchen aber ein Sturmgewehr. Nehmen wir die mit. Oder, warte mal. Ah, das ist der Torenschaden. Also die werden wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Deswegen hat die auch so einen hohen Schaden. Weil es eine Schrotflinte halt ist. Ich kann sie nicht als Schrott markieren, okay. So, Fortschritt, die Adlersiedlung, okay. Bekleidung. Gut. Okay. Ausgerüstet. So ist. Okay. Ja, es ist viel zu viel. Ja, gut, es ist jetzt viel zu viel Spielerei, wenn ich ja nicht bin. So. Gut. Ja, Finzio, das ist das Sawyer in der Theatersiedlung. Ja, das wäre dann halt der Teil, den wir schon, wie gesagt, in der Beta gemacht haben. Wir gucken mal gerade auf die Uhr. Okay, wir haben ein bisschen was getan auf jeden Fall heute. Wenn ich ehrlich bin, muss ich da jetzt noch was kurz an. Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Wisst ihr was, liebe Leute, wir machen hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Division 2. Und dann fangen wir an. Da geht's erst richtig los. Dann holen wir uns die Adi zur Verfügung, zur Verstärkung. Und dann geht es los mit dem Teil, den wir, wie gesagt, aus der Beta schon kennen. Das mit Sawyer, das kennen wir ja schon aus der Beta. Und dann hoffentlich in den nächsten paar Folgen lernen wir dann noch ein bisschen was Neues kennen. Es wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wir sehen uns dann wieder bei The Division 2. Tschüss.